Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschala und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein ganz besonderes Mount und zwar einmal hier um die Zügel des gefallenen Streitrosses. Dieses Mount können wir von einem Rare hier seit 9.1 im Schlund erspielen. Und zwar sind wir dort schon einmal hier unten auf den Koordinaten 17, 49. Dort kann ein Rare spawnen und der schimpft sich zufälligerweise auch gefallenes Streitross. Und dieser Rare kann dann unser Mount droppen. Die aktuelle Dropchance beläuft sich laut WoW Head auf 5%. Hier aber ein bisschen Vorsicht, denn es sind noch nicht sonderlich viele Daten vorhanden. Es ist relativ am Anfang des Patches und dementsprechend kann sich die Prozentzahl hier noch ein bisschen verschieben, wenn ein paar mehr Daten da sind. Aber im Moment 5% klingt jetzt erstmal nicht sonderlich schlecht. Das Problem an der Geschichte ist, dieser Rare hat eine relativ lange Respawn-Zeit. Die ist relativ variabel. Im Durchschnitt liegt sie etwa bei 6 Stunden. Es gab schon Sichtungen nach ein bisschen über einer Stunde Respawn-Zeit. Es gibt aber auch Leute, die sagen, sie haben 15, 16, 17, 18 Stunden da gewartet und der Mob ist dann erst respawned. Also heißt, das geht schon relativ weit auseinander. Im Durchschnitt soll es anscheinend etwa bei 6 Stunden Respawn-Zeit liegen. Sobald der Mob losläuft, haben wir zwei Wege, die er laufen kann. Und zwar, jetzt müssen wir das hier mal kurz wegshadow melden, hier im Schlund ist immer gefährlich. Er hat zwei Wege, die er laufen kann. Der erste Weg ist jetzt einmal hier oben rum, an Venaris Zuflucht vorbei und hier nach Corfia. Und der zweite Weg ist unten rum, hier einmal auch über die Verdammnisfestung hier hinter. Wichtig zu vermerken, sobald der Mob spawnt, gibt es eine zonenweite Nachricht und ihr seht, okay, der Mob ist gespawnt und er rennt sofort los. Es ist ein Mount, also hier so ein Streitross und der ist relativ schnell, ne, der Rare. Und dementsprechend, wenn ihr irgendwo hier steht und der an euch vorbeigelaufen ist, dem nachzukommen, wird schwierig. Ihr müsst euch dann, wenn dann, zu Venaris Zuflucht porten mit dieser Rune oder mit dem Ruhestein und dann sofort wieder in den Schlund rein und versuchen zu bekommen. Oder ihn versuchen irgendwie abzuschneiden oder dass ihn anderen Leute aufhalten. Wenn er nämlich sein Ziel erreicht hier nach Corfia, despawnt er. Heißt, ihr müsst ihn auf jeden Fall hier einmal antacken während der Zeit. An Grundleben hat er schon ein bisschen mehr, also man alleine wird es schwierig, ihn zu töten, aber jetzt vom Anfang des Patches sind so viele Leute, die den Kill suchen, dass man da nie alleine sein wird. Also wenn ihr eine Toolgruppe aufmacht, innerhalb von wenigen Sekunden ist die auf jeden Fall voll. Also man muss halt schauen, dass man ihn abfängt, und um ihn dann zu kriegen. Deswegen, wenn ihr hier im Schlund unterwegs seid, immer mal den Chat beobachten, ob dann dementsprechend vielleicht eine Nachricht kommt, dass der Mob gespawnt ist. Sudala. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Mount an und dann zeige ich euch nochmal ein paar Tricks, wie man ihn ein bisschen besser farmen kann. Also hier Zügel des gefallenen Streitrosses. Das lernen wir jetzt einmal an der Stelle. Und dann Alene Streitross, da haben wir's. Der sieht sehr cool aus, muss ich ehrlich sagen. Fast das coolste Mount aus dem Patch. Also wir haben hier so ein goldenes Streitross mit, also quasi ein schwarzes Pferd und diese goldene Rüstung außenrum. Und ihr seht, das ist so geistermäßig. Unten oben sieht's aus wie ein ganz normales Pferd und unten hat's hier diese Geisterfüße. Sieht sehr, sehr nice aus. Mount Special wird's wahrscheinlich jetzt kein spezielles geben. Das wird wahrscheinlich das gleiche sein wie bei allen Pferden. Wir können das aber jetzt dennoch mal testen. Ja, genau, also Mount Special ist das gleiche, aber vom Aussehen ist es schon sehr, sehr nice. Muss ich auf jeden Fall sagen. Genau, so ein kleiner Trick dazu. Die meisten Leute machen die Geschichte so, dass sie hier ins Tool gehen, ne, und hier Fallen eingeben oder einfach jetzt mal Fall. Der Mob heißt im Englischen Fallen Charger. Hier seht ihr, da sind auch sehr, sehr viele Gruppen drin. Und die meisten Leute machen eine Camp-Gruppe. Also hier zum Beispiel Fallen Charger, Camp Warmode Off, ne, und so weiter. Ne. Macht das nicht. Hockt euch nicht in so eine Farmgruppe rein. Das ist Zeitverschwendung. Es macht überhaupt, also ihr könnt natürlich in die Gruppe reinjoinen und nach einer halben Stunde spawnt ihr und den taggt ihr und kriegt das Mount. Das kann passieren, ja, dass ihr so das Mount kriegt. Zu 90% queut ihr in eine Farmgruppe rein, wartet da 3, 4, 5 Stunden für nichts. Ich habe so gemacht und auch einige Leute, die ich kenne, sie joinen nur in Gruppen rein, wo der Up ist. Und ich habe teilweise in einer Stunde über 10 Kills somit gemacht. Ja? Manchmal sogar mehr als 10 Kills in einer Stunde. Wenn ihr in eine Farmgruppe geht, dann farmt ihr teilweise einige Stunden und habt dann einen Kill. Das macht keinen Sinn. Ja? Also deswegen, ich habe so gemacht, ich gebe hier oben Up ein, ne? Dann zeigt es alle Gruppen an.
die quasi, wo irgendwelche Mobs ab sind. Das sind jetzt auch andere. Ihr seht, das ist jetzt eine Fallen-Charger-Gruppe, aber auch viele andere Gruppen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel reinqueue, werde ich nicht reinkommen, weil sich da 10.000 andere Leute anmelden. Im Endeffekt, wenn ihr den Mob farmen wollt und es effizient machen wollt, dann stellt euch im Schlund hin. Ihr könnt euch auf den Farmspot oder halt auf den Spawnpunkt stellen oder irgendwo hier mittig, weil oft sind es Gruppen, da hat es einer gesehen und dann muss man quasi ausschwärmen und ihn suchen. Deswegen auf dem Farmspot ist man ein bisschen quasi weit ab. Manchmal macht es mehr Sinn, dass man sich irgendwo so mittig hier aufstellt. Dann ist man nämlich relativ schnell in alle Richtungen immer ausgeschwärmt. So, was macht ihr? Ihr gebt hier oben ab ein und dann drückt ihr einfach die ganze Zeit hier auf quasi erneuern, bis eine Fallen-Gruppe drin ist und dann sofort reinqueuen, ja? Also vor allem jetzt am Anfang vom Patch, wenn ihr das Video in einem Monat, eins, wo Monaten sucht, das ist kein Stress mehr, dann könnt ihr das ganz gechillt machen, aber jetzt am Anfang, ihr müsst wirklich in derselben Millisekunde, wie eine Gruppe hier reinkommt, reinqueuen, sonst kommt ihr nicht rein. Ihr werdet wahrscheinlich das gesehen haben, vielleicht auch schon versucht, in Abgruppen reinzukommen und habt dann einfach das Problem, dass ihr euch queued und jedes Mal abgelehnt wird. Das liegt einfach dran, ich habe zum Test auch mal selber eine Gruppe aufgemacht. Du machst die Gruppe auf und innerhalb von einer Sekunde sind da 200 bis 300 Leute, 1-2 Sekunden, 200 bis 300 Leute einfach in dem Tool drin, wenn ihr die Gruppe aufmacht. Jetzt hier Warm Mode On, da sieht es anders aus, ne, weil da weniger Leute sind, die das Mount Farm, aber Warm Mode Off, da sind so schnell die Gruppen voll, dass ihr da wirklich schnell sein müsst. Ne? Ich bin ja gerne dabei, nebenbei dann noch was zu machen bei so Camp-Sachen, aber hier müsst ihr tatsächlich dabei bleiben. Gut, ich brauche jetzt hier keinen den Platz streitig machen. Ich habe ja quasi das Mount schon. Also dann hier ab und dann einfach immer wieder refreshen und sobald eine Gruppe drin ist, sofort reinqueuen. Ne? Das ist so als Tipp. So konnte ich einige Kills holen und dementsprechend habe ich dann auch schlussendlich das Mount bekommen. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie viele Tries ich gebraucht habe, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, weil Rarity am Anfang noch nicht mitgezählt hat, aber bei mir ging es, ich denke mal, ich habe irgendwas zwischen 30 und 40, jetzt grob geschätzt, es könnten auch nur 25 oder es könnten auch 50 Tries gewesen sein, aber ich denke mal, irgendwas zwischen 30 und 40 müsste es sein, was ich an Tries gebraucht habe und das geht tatsächlich, ja. Wenn ich von anderen Leuten höre, die da über 100 Tries gebraucht haben, war ich dann noch im Lucky-Bereich. Das Mount ist im Moment ein bisschen nervig zu farmen, weil, wie gesagt, halt so viele Leute in diese wenigen Gruppen versuchen reinzujoinen und dann einen ziemlichen Wettbewerb gibt. Aber es lohnt sich, es sieht recht cool aus. Und ja, damit sei eigentlich soweit alles gesagt. Übrigens, ach, eins habe ich vergessen, ganz, ganz wichtig. Dieses Mount hat nicht wie die allermeisten Rares einen Daily Lockout, sondern ihr könnt es so oft am Tag machen, wie ihr wollt. Das hat Blizzard wahrscheinlich gemacht, weil normalerweise, wenn man nur auf einem Server unterwegs ist und das Ding teilweise 10 Stunden Respawn-Zeit hat, killt man das auch nur einmal am Tag. Wenn man das mit diesem Server-Hop in andere Abgruppen reinjoin-Taktik macht, dann kann man es natürlich x-mal am Tag umhauen, ne? Wenn ihr das den ganzen Tag macht, kriegt ihr wahrscheinlich auch 50 Kills am Tag hin, aber dann macht ihr halt nichts anderes, ne? Also, das geht und ich habe meinen Mount tatsächlich, kann es bestätigen, auch, glaube ich, im 6., 7. Try von dem Tag bekommen. Ich habe den also auf dem gleichen Char 6-7 Mal umgehauen und habe dann das Mount rausgezogen. Also das geht definitiv, das seht ihr auch immer daran, dass der Mob dann weiterhin rare ist, wenn ihr nochmal umhaut. Bei den Rares, die man nur einmal am Tag umhauen kann, die sind quasi dann nicht mehr rare, sobald man sie das erste Mal umgehauen hat. Gut, das heißt jetzt dann aber wirklich an Infos. Ich hoffe, ihr konntet damit ein bisschen was anfangen und dann drücke ich euch natürlich die Daumen, dass ihr so wie ich auch das Mount rauszieht und damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.